Gemeinsamer Antrag der Opposition auf Einsetzung eines U-Ausschusses im Parlament. Da soll die Razzia im Verfassungsschutz untersucht werden und alles, was damit zusammenhängt. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Nach den jüngsten Bombardements in Syrien unternehmen die EU-Außenminister einen neuen Anlauf, Friedensgespräche für das Land zustande zu bringen. Und mit viel Wehmut, wie er sagt, verabschiedet sich Karl Blecher heute aus der Politik. Sonnig wird das Wetter morgen.